ganz kurz bei den Prank Bros vorbei. Peace, Leute. Horror-Clown-Prank, extrem. Oh nee. Warum macht man zur Weihnachtszeit eine Horror-Clown-Challenge? Ich schau mal rein. Ich bin mal gespannt. Let's go. Peace, Leute. Was geht ab? Ich bin's, Calvin. Heute wird es mal wieder Zeit, Marvin zu pranken. Und zwar mit einem ekligen Clowns-Kostüm, so ein Horror-Clowns-Kostüm mit einer ekligen Maske und einem ganzen Anzug. Also volles Programm. Auf jeden Fall. Hier ist die Maske. Sieht schon richtig pervers aus. Und hier noch der Anzug dazu mit Hose und noch so ein Oberteilteil. Und hier ist auch noch ein Teil. Ein Oberteilteil. Und hier ist auch noch ein Teil. Alles klar. Das gehört auch noch dazu. Ein richtiges Hemd. Ein Clownshemd. Das werde ich jetzt anziehen. Und dann werde ich Marvin hier in der Wohnung erschrecken. Und um das Ganze noch realistischer zu machen, werde ich jetzt gleich Marvin anrufen und sagen, dass ich im Stau stehe. Also ich brauche noch ganz lange, bis ich zu Hause bin, damit er hier ganz klar denkt, er ist alleine. Ich werde auch sagen, ich bin mit Sarah gerade im Stau, damit er gar nicht denkt, hier ist noch jemand. Und dann habe ich mir gedacht, gehe ich in seine Dusche rein. Denn wenn er auf Klo geht, sitzt er genau gegenüber von der Dusche. Und wenn ich dann da stehe, in dem Kostüm, schauen, wie er dann reagiert. Und ansonsten versuche ich ihn noch weiter zu pranken. Wenn er dann irgendwie sich voll erschreckt und abzischt, werde ich versuchen, direkt den Raum zu wechseln und ihn dann ganze Zeit weiter zu pranken. Okay, ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß natürlich jetzt nicht, ich habe die Roomtour, glaube ich, nicht gesehen. Ich weiß nicht, wie groß ihre Wohnung ist, aber was soll das bitte für ein Prank sein? Er sitzt irgendwie auf Klo und dann steht er mit der Clownsmaske da und dann sagt er, er möchte noch mehrmals den Raum wechseln und ihn weiter pranken. Als ob das so ein Labyrinth wäre. Als ob die Wohnung von denen irgendwie so ein, als ob die Wohnung irgendwie so ein Schloss wäre, wo man sich irgendwie so übel in verschiedene Flügel flüchten kann. Also, hä? Okay, das kann ich, also ich stelle es mir auf jeden Fall wieder sehr seltsam vor. Okay. Alles klar, ich werde mich dann jetzt im Abend ins Badezimmer verstecken im Dunkeln. Ja, soll ich dir mitbestellen jetzt, oder? Nee, da wird das kalt. Dann bestelle ich und Sarah mir später was und du kannst ja jetzt was bestellen. Ja, okay, dann. Okay, dann bis in 2 Stunden, ne? Ja. Ciao. Gut, das hat er abgekauft, das wird übelst realistisch. Wie kann man sich selbst sowas einreden, Alter? Gut, das hat er abgekauft, das wird übelst realistisch. So wie alle eure Videos, alles klar. Lego. Vor allem, er steht im dunklen Raum und sagt so, Lego. Also, wer das glaubt, sorry, muss einfach nur los an dieser Stelle. Wahrscheinlich geht er an der Dusche vorbei und guckt, sieht nicht irgendwie, dass da ein bunter, angezogener Typ mit einer Clownsperücke und einer Maske steht. Alles klar, Leute. Alles klar. Ey, ich weiß nicht, ob das Badezimmer. Ey, wir müssen uns für diese Szene gleich nochmal das Badezimmer genau angucken. Aber das ist ja schon wieder so ein Bullshit. Man sieht, dass das Badezimmer ist doch nicht so groß, als er nicht in diese Dusche reinluschern würde. Ey, das ist der größte Scheiß. Oh mein Gott. Alter. Ey. Oh. Jungs. Ist das euer Ernst? Bei dem Kanal, der einfach nur Prank Bros heißt. Rechnet er nicht damit, dass dieser Clown sein Prank-Bruder ist? Wahrscheinlich nicht, weil die wurden ja auch nie geprankt. Ist das wahrscheinlich ein echter Clown? Wahrscheinlich. So, das Badezimmer ist scheinbar so klein, dass er mit... Wahrscheinlich ist da draußen auch noch eine Kamera abgelegt worden. Ja, das ist doch auch nicht eine andere Szene oder so. Als ob... Guck mal, er sagt... Vor 30 Minuten hat er sich da ins Badezimmer reingestellt, ja? Egal wie das Badezimmer aussieht, er hat sich 30 Minuten ins Badezimmer reingestellt. Das heißt, draußen, also hier an dieser Stelle läuft 30 Minuten eine Kamera,
scheinbar über der Toilette, also diese Kamera, die hier steht, diese Kamera kann man ja nur sehen. Ist ja nicht möglich, dass diese Kamera, die hier steht, scheinbar über der Toilette, dass die versteckt ist. Aber okay, dann steht scheinbar auch noch eine Kamera, die ganze Zeit, also seit über 30 Minuten steht scheinbar eine Kamera hier draußen, die wahrscheinlich auch extrem gut versteckt ist in ihrem leeren Flur. Wir wissen ja noch, wie ihr Flur aussieht. Wir haben ja uns das Horrorvideo angeguckt, wie wir auf dem Boden gesessen haben. Das ist einfach nur ein leerer Flur. Hier steht noch eine zweite Kamera angeblich draußen seit 30 Minuten. Und der Typ geht ins Badezimmer, sieht die erste Kamera nicht, sieht die zweite Kamera nicht. Und er wusste schon die ganze Zeit, dass er so reagiert, dass er aus dem Badezimmer rausläuft. Ich prank ihn so, dann wird er aus dem Badezimmer rauslaufen, verschreckt. Wahrscheinlich so ein Bullshit, Alter. Er ruft mich an, er denkt, ich bin Calvin, mich ruft er an. Ey, Mann, das ist die pure Dummheit einfach. Er ruft mich an, er denkt, ich wäre Calvin. Ja, wer bist du denn sonst, Alter? Leute, als ob er die Maske auszieht, damit er mit den Leuten reden kann und dann diese Stimme in dieser leeren, halligen Wohnung, dass sein Bruder die nicht hört. Diese Stimme hört man doch sofort. Er hat doch eine relativ tiefe Stimme in so einer halligen Wohnung. Selbst wenn er leise redet, sein Bruder hört doch, dass er redet. Und dann klingelt sein Handy in dieser leeren, halligen Wohnung. Sein Bruder hört doch, dass sein Handy, nachdem er ihn angerufen hat, dass sein Handy vor der Tür klingelt. Und dann, oh, mein Bruder ruft mich an. Er denkt, ich wäre Calvin. So ein Bullshit, Alter. Das kann sich keiner ausdenken, so eine Scheiße. Jo, was ist? Hey, wo bist du? Hallo. Immer noch im Stau. Im Stau noch, warum? Was ist? Hier ist jemand, Calvin. Hier ist jemand. Hier ist jemand. Wo? Bei uns zu Hause ist jemand. Das ist jetzt der Arsch. Jetzt pranken oder was? Ey, Leute, was ist das? Ist jemand irgendwo mit Klaus-Kostüm oder so. Und wo genau ist der? Wie im Haus? Weißt du, ich bin jetzt im Büro. Ich hab mich eingeschlossen. Der war in der Toilette, Mann. In der Raum? Also ja, Junge, was soll ich machen jetzt? Alter. Ach, die Polizei. Bleib da drin. Ja, versuche auch noch. Alter, ist das eine Person oder was? Alter, ist es eine Person oder was? Er sagt so, Alter, da ist jemand in unserem Haus. Hä, ist es eine Person oder was? Nein, wahrscheinlich ist es eine Katze in einem Clowns-Kostüm. Alter. Hol dir einen Knüppel oder so, keine Ahnung. Du hast irgendwas zu verteidigen. Jeder andere Mensch würde sagen, ruf sofort die Polizei. Ich bin das nicht, im Normalfall. Oder er würde auch nicht seinen Bruder anrufen, er würde doch die Polizei. Also, egal, hol dir einen Knüppel, wahrscheinlich. Stefan, der Haut ist jetzt aus, Mann, du musst ja auch gucken gehen. Scheiße, Mann. Überall Wertsachen. Kannst du dich noch warten, Polizei? Was ist da? Raub da uns aus? Ich rauche noch locker eine Stunde, Mann. Ich versuche mich zu beeilen. Ruf die Polizei? Oder chill mit der Polizei? Ich würde eher sagen, bevor die Wertsachen wechseln, gehst du erstmal gucken. Ich werde jetzt hier die Maske anziehen und dann geht's weiter. Lecker. Gut, dass du es erklärst, dass du die Maske angezogen hast. Weil wenn du die Maske jetzt einfach so angezogen hättest es natürlich keiner gerafft. An dieser Stelle vielen Dank, dass du diese 2 Sekunden uns extra noch gewidmet hast. Vielleicht die Kamera wieder auf Position bringen. So, Kamera wieder auf Position. Kamera wieder einfach mitten in den Raum legen, wo sie jeder sieht. Ah, gute Position. Hallo, ich habe die Polizei gerufen. Die Polizei kommt jetzt. Wenn das jetzt ein Streich sein soll, komm raus oder so. Hallo. Hey.
Polizei rufen. Ey, echt jetzt? Ja. Willst du mich verarschen? Ja. Ja, er will uns verarschen, alle. Es ist einfach der größte. Das ist so. Oh mein Gott. Ey. Ich überweise sofort 1000 Euro auf euer Konto, wenn ihr die Polizei wirklich gerufen habt an dieser Stelle. Wenn ihr nicht gelogen habt. Junge, mein Fingernagel ist gerissen. Das ist echt groß. Du kannst nicht machen. Sag ab, Mann. Sag ab. So funktioniert die Polizei. Ja, ich hätte gerne Pizza bestellt. Ah, nee, doch nicht. Tschüss. Sag ab. Ey, mein Fingernagel ist gerissen wegen dir. Alles blutet. Alter. Das ist echt Todesangst, ne? Junge, Alter. Das ist gar nicht witzig, Alter. Das ist immer zu krank. Alter, Digga. Warum zeigt ihr nicht, wie der bei der Polizei anruft und das rückgängig macht? Warum zeigt ihr es nicht? Komisch. Ey, hast du echt geglaubt, dass ich weg bin? Ja, Alter. Aber ich hab dann irgendwie hier Licht angesehen und dachte, hey, warum ist da Licht an? Da hinten ist das Studiolicht an. Ja, Mann. Leute, gibt's auf jeden Fall einen Daumen, mehr krasse Pranks. Was für krasse Pranks, Alter. Die einzigen Pranks, die ihr macht, sind dann eure Zuschauer, die das wirklich glauben, Alter. Ey, es ist einfach nur belastend. Ey, das ist einfach nur belastend, Leute. Ey, es ist einfach nur belastend.